Etwa gegen 20 vor 9 ist dort eine Vielzahl von Personen aufgelaufen. Man spricht von etwa 80 bis 100 Personen, die offensichtlich bewaffnet waren mit Schlagstöcken, aber auch mit Schusswaffen. Im Laufe einer darauffolgenden Auseinandersetzung ist es zu 4 Schussverletzten gekommen, die derzeit in umliegenden Krankenhäusern behandelt werden. Soweit bekannt ist, schwebt keine dieser Personen in Lebensgefahr. Sowohl bei diesen Personen als auch bei mehreren Personen, die wir anschließend in Gewahrsam genommen haben, eine Tatbeteiligung muss noch geprüft werden, scheint aber festzustehen, dass sie entweder dem Rocker- oder auch dem Clan-Milieu zuzuordnen sind. Ob das Tatmotiv für diesen Vorfall auch im Bereich dieser Gruppierungen zu suchen ist, das ist jetzt Gegenstand der aktuellen Ermittlungen. Derzeit ist die Mordkommission vor Ort. Direkt nach der Tat wurde der Tatort großräumig abgesperrt. Jetzt beginnt die Tatbefundaufnahme und die Kollegen sind mit der Spurensicherung beschäftigt. Es soll eine Vielzahl von Schüssen gefallen sein. Deswegen wird die Tatbefundaufnahme eine Zeit dauern.